Da sind wir. Moin, das ist korrekt. Moin, moin, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Let's Play mit Simon und mir. Eigentlich wäre das jetzt in die Tonne. Es ist auch ein bisschen in die Tonne. Ja. Es ist aber mehr Indie als Tonne. Genau. Deswegen ist es sozusagen Indie-Let's Play eventuell Tonne. Naja, ich glaube, da wird wenig Tonne dabei sein. Es wurde ja sogar, es wurden sogar gute Spiele rausgesucht für uns. Also insofern haben wir das komplette Gegenteil von Indie-Tonne. Aber es sind halt nur, wir spielen halt Indie-Titel. Ja. Mir fällt auch nichts ein. Wir haben doch schon ein Wortspiel mit Tonne. Reicht das nicht? Reicht das nicht. Indie-Himmel. Gibt's nicht mehr. Ist es vorbei. Gibt keine Wortspiele. Die Halle der geilen Indie-Spiele. Das ist ein scheiß Titel, aber der ist zumindest inhaltlich korrekt. Indie Hall of Fame. Indie Hall of Fame. Das ist gut. Warum sind wir da noch nicht drauf gekommen, sowas zu machen? Das ist Wahnsinn. Wir müssen ein Format ausmachen. Und ich habe hier den Chat. Hallo. Wir haben leider im Moment, wir haben reduziert. Wir können uns nur einen kleinen Chat leisten. Ja, aber es kommt ja nicht auf die Größe des Chats an, sondern auf den Input. Ja, es ist Downsizing. So, wir fangen an. Wir haben nämlich eine Liste hier zusammengestellt. Lassen. Bekommen. Und wissen selber gar nicht, was sich hinter diesen Spielen verbirgt. Aber das ist ja der Fun an der Sache, dass wir zusammen mit euch diese Köstlichkeiten der Indie-Welt gemeinsam verköstigen. Ich finde, das sollte die offizielle Steigerung von Fun werden. Fun-O-Fun. Fun-O-Fun, ne? Hattest du Fun oder hattest du Fun-O-Fun? Fun-O-Fun. Bist du bereit? Wir sind bereit, ja. Wir sind heiß. Also da, genau. Willst du direkt mit, was willst du lernen? Das eine wolltest du nicht. Wir machen das oder was? Aviary Attorney? Tiere als Richter, das klingt gut. Der Gerichtshof ist von Tieren besiedelt worden. Vögel haben das Gesetz in ihre Krallen genommen und picken darauf herum, ohne Unterlass. Darf ich das mit Vollbild starten? Oder? Nee, das ist nicht Vollbild. Das wurde laut der Vogelgesetze 1923 darf ein Vogelspiel nur im Halbbild gezeigt werden. Ah, da sehen wir es auch. Ich hoffe, ihr könnt es in der Regie abgreifen. Ja. Soll ich uns, guck mal, da sind unsere Gesichter, dann schiebe ich das nach hier. Ich bin der Rechte. So. Oh, Aviary. Spreche ich das überhaupt richtig aus? Aviary? Warum nicht? Aviary. Es kommt von Aviator, oder? Ja, ja. Aviary. Also es ist mit... Das und Tulip. Also, Tulip hast du auch so ein bisschen was im Kopf gerade. Ja. Tulip ist diese romantische Uni oder Schul... ja, nee, das habe ich. So eine Art Schulsimulation, wo man Frauen klar machen muss, nur dass alle Vögel sind. Also man ist als Vogel auf einer Vogeluni. Das klingt das, wie was haben Tonne. Die Leute mit Vögeln? Also was haben die Leute mit den Vögeln immer? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal hier. Ich habe den Chat ganz vergessen. Ich wollte ja auch mal Hallo sagen. Entweder schreibt keiner oder ich habe keine Verbindung. Ich glaube, es schreibt keiner. January 1st, 1848. The Chateau Crinière of Baron Rogel. Rogel. Hartoful Boyfriend. Oh! Das war das. Nicht Tulip, war wieder was anderes. Is oh nein, der Frosch. Monsieur Green, oui, oh mon Dieu. Der Froschkönig ist ermordet worden. Wer kann dies? Dame Katharine. Was haben Sie getan? What have you done to me lately? Thank you very much for the chat. This is a chat for you. Okay, Sie sind nicht verbunden. Das ist ein bisschen traurig, wenn dann sogar der Rechner so ein kaputtes Herz zeigt. So, die Liebe ist vorbei zwischen dem Rechner und mir. Ja, das stimmt. It's midday already. Where on earth is that featherhead? Sparrowson. Sparrow heißt ja Spatz. Ja. Und Son, Sohn, also Spatzensohn. Das ist sein. Du bist Spatzensohn. Mir auch ein Spatzensohn. Du Spatzensohn. Doch. Das ist eine schöne Beleidigung. Mhm. Spatzensohn. Spatzensohn. Es ist eigentlich wäre man damit, glaube ich, noch auf der sicheren Seite, weil Spatzensohn ist nicht wirklich schlimm. Aber es klingt wie eine schöne, gute Beleidigung. Ja, ne? Das ist auch die Betonung ist wichtig. Du Spatzensohn. Spatzen, du Bratzen. Bratzenfohn. Well, well, well. Look who finally decided to get up. Haven't you heard what they say about the early bird, Falcon? Sogar in der Vogelwelt gibt es diese Vorurteile. Yeah. Falcon. Too early for worms. Put the cabernet sauvignon. Das ist ein alkoholisches Kaltgetränk. Oder Zimmertemperaturgetränk. There'll be time for that later. We've got some business to handle first. Gut, das Internet business? Funktioniert nicht. A letter arrived while you were sleeping. I haven't opened it yet. It's probably just more junk mail. Go ahead, Sparrowson.
You may have the honors. Ich bin gleich bei dir und helfe dir. All right. Obwohl es so natürlich auch gut ist. Dear Monsieur Falcon, I am writing to you today because my daughter, Dame Catherine, has been arrested for a crime she did not commit. She's being held at a concierge prison on the charge of murder, no less. Her trial is in 3 days' time. It would be greatly in your debt if you would offer her your legal aid. Yours sincerely, Seigneur Portois de Mio of the de Mio Estate. Seigneur Portois de Mio of the de Mio Estate. Das ist alles so falsch. Das ist toll. Well, this is quite something. Soll ich den anderen machen? Ja. I know your first serious client in month. Not just that. The de Mio Estate is well known for its exuberant wealth. Even if we cannot do much for Dame Catherine, his lordship would still reward us handsomely for our efforts. Das Spiel dauert doch dreimal so lange mit uns. Wow, so I suppose you intend on defending Dame Catherine in court? Nope, Ende. Of course. It would be foolish to let such a good opportunity slip through our feathers. Grab your coat, Sparrowthorn. Okay. We're going to fight our kitty client at La Conciergerie. Excellent. My derrière was getting tired from all this sitting around. Oh, but I better file away Signor de Mayo's letter first. One moment, Falcon. One moment. Potter's letter has been added to your evidence folder. Das ist eine sehr schöne Service-Menü-Sprache. You may access the evidence folder at any time by clicking the suitcase symbol. Look. Ah, da ist also dieser Brief. Entschuldigen Sie bitte, mein Husten. Senor Potra de Miau has requested little aid for his daughter Catherine. Yeah. She's being held at a concierge. Entschuldigung. Diese Krankheit. Das ist gut für die Stimme, gell? Naja. Oh, nearly forgot my wallet. I want to lose that. Point, point, point. Again, I recall you losing it at the New Year's party and at Christmas. Yes, all right. No need to make a list. I have already made a list. Falcon has picked up his wallet. You may see how much money he is carrying at any time by clicking on the wallet symbol. 20 francs. Oh, hast du gerade 20? Oder? Wirklich? Was hast du gerade gesagt? Burnt? Nee. Ja. Ist das 20? Ja. Okay. Ich glaub dir das. Ich hätte dir nur auch geglaubt, wenn du einfach irgendwas erfunden hättest. Croulant franc. Let's make a move. Nee. Du bist außerhalb deiner Rolle. Let's make a move. Besser. Oh Mann. Okay. Welcome to the map screen. From here, you can travel to any listed area by clicking on a location name or location node. Okay, das müssen wir jetzt nicht alles vorlesen. Nee, nicht die Texte. So, okay, La Conciergerie, AA Office. For centuries, the infamous Conciergerie prison has detained the accused and the condemned alike. Mhm. Müssen wir dahin, ne? Okay. Entschuldigung. Geht es hier gut? Schaffst du diese Stunde hier noch? Anderthalb. Falcon and Sparrowthorn step into the... Ich muss gleich mal was trinken. Ich hab irgendwie einen Falken im Hals. Falkenschnabel im Hals. Du kannst, wenn du willst, einen Schluck von meinem Cappuccino haben. Oh ja, danke schön. Hast du... So. Das bist du. Achso. Du bist Falcon. The outer walls are impenetrable. The cells are spotless. The guards are well mannered. What do you want? Good day, monsieur. I am here to see Dame Catherine de Mio. I am due to represent her in court. Oh, you hello. Fine. Follow me. Ich dachte, es wäre eine Frau, aber ist jetzt auch egal. Well, what are you waiting for? Keep up.
Was spielen wir hier? Warum spielen wir das? Nicht. Was ist das? Oh, Katalin. My papa hasn't forgotten about me. Has he? Dom Katalin de Miau, I presume. Soll ich das jetzt mal? Ah, you arrived. The fantastic lawyer, Monsieur Falcon, and his petty assistant, Sparrowson. My ladies. Ich komm durcheinander. Sparrowson ist der Linke, ja, den mach ich auch. My ladies, no legible. Don't talk like that, Sparrowson. So sorry. My papa told me that he would only hire the best lawyers in town. Okay. I'm flattered. Nein. I am flattered. But they weren't available at such a short notice, so he hired the first people in the address directory. Oh. You see, Falcon, I told you listening under aviary attorney would pay off. Let's get down to business. I think it's time to do some commercial. Really? Yes. But we haven't started the game yet. I know, my good helper, Sparrowson, but we need to earn some money. But people will quit the channel and never watch us again. If people want to quit us on such an occasion, they should do so. You're right. They should proceed with their foul viewing. We don't need those people who quit at the first sight of a commercial. You're right, fuck these assholes. Yes, we fuck them deep, deep in their bird holes. We fuck them to death. Yes, and now we make commercials. Timing. Yes. Oh, on the monitor to our right, it clearly says we need to do a commercial break. It is red, which means... Let's go to the commercials. We thought that's time to go to the commercials. I don't speak English. You don't speak English. Sorry. You're sorry. Okay. Good. That ruins a great Überleitung. But so let's get down to business. Dumb okay. Katalin, could you fill us in on some details? Your father's letter was a little brief. I can do my best. What is it you wanted to know? Drei wichtige Fragen. Also das ist eigentlich die essentielle, ne? What exactly happened on the night of the murder? Oh, let me think. It was Friday evening. Me and my papa had arrived at Chateau Crenière, the home of Great Baron Rohrgeil. Wer hat diese scheiß Namen sich ausgedacht? The home of Great Baron Rohrgeil. Rohrgeil. Rohrgeil of Baron Rohrgeil. My papa spent all evening talking with Monsieur Greenvie and the baron about business stuff. Business stuff? Well, the three of them own a railway company together. So all through dinner, they were talking about company shares and investments. But I don't really understood most of it. But after dinner, this man with a camera took a photograph. That was a lot more fun. Sorry, man with the what took your what? Camera, it's a very new gadget. A tiny bug sits in a box with a tiny paintbrush and paints your picture very fast. In 10 minutes, poof, you have a perfect picture. Wow, technology is amazing. I don't think the lady's explanation is right, Sparrowson. Pah! Let me believe. Still, the camera sounds like a very special device. I'll make a note of it. Camera has been added to your evidence folder. Please continue, Dame Katalin. So after we had a photograph, I went into the gardens to get some air. And that's when I found the body of Monsieur Greenwee. He was all ripped open. A housemaid saw me standing out in the froggy monsieur and called for help, and then the police arrived. Before I could say anything, I ended up here on the Fresse Handy. I was such a blur.
It was such a blur. It must have been terrifying. It was. It wasn't so bad. My papa taught me how to be a brave cat. Was there something else you wanted to ask Monsieur Falcon? Well, what I wanted to know is, do you want to do the commercial break now? Or is it just that there's a hoax from the direction station? Because it would be great to have some commercials right now. No?